Und dazu gehört eben der falsche Umgang. Und daher sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Mensch hat den Glauben seines Begleiters oder seines Freundes. Also soll jeder darauf achten, wen er als Freund nimmt. Der falsche Umgang ist eines, wenn nicht der Grund für viele Sünden. Also kaum einer fängt mit einer Sünde an, einfach so. Er hat davon noch nie was gehört. Niemand hat ihm jemals was gesagt. Und er dachte sich, weißt du was, ich fange mal an, diese Sünde zu begehen. Sehr, sehr oft ist es der schlechte Einfluss, der schlechte Umgang, die schlechten Freunde, damit man mit Sünden beginnt. Und danach kann es sein, dass man sogar alleine die Sünden begeht, ohne die Freunde, die schlechten Freunde. Aber da geht es darum, dass du dir aussuchst, mit wem habe ich Umgang. Mit Leuten, die mich motivieren zum Guten, oder mit Leuten, die mich entweder motivieren zum Schlechten oder zumindest demotivieren, Gutes zu tun. Auch wenn die jetzt nicht gleich sagen, wenn wir zukommen, wir gehen jetzt einen trinken, also Alkohol. Aber durch sie vernachlässige ich das Gebet. Oder durch sie mache ich nie Dhikr. Oder durch sie habe ich einen schlechten Charakter. Was natürlich eine Sünde ist. Also, dass du dir die Freunde aussuchst, ist eines der wichtigsten Gründe, damit du dich ermahnen lässt. Wenn du Allah Azza wa Jal liebst, oder wenn du möchtest, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala dich liebt, dann ist der erste Schritt, dass du schaust, wer liebt Allah und mit dem verbringe ich meine Zeit. Viele verschwenden ihre Zeit mit Freunden in Sachen, vielleicht sagt der eine oder andere, ja, aber Sekunde mal, wir machen nichts haram, wir machen nur halal. Ja, aber im Überschuss, übertrieben. Ja, wir treffen uns nur zum Playstation. Ja, und dann 10 Stunden, dann zocken. Subhanallah, 10 Stunden oder 5 Stunden. Das ist ein ganzes Leben, ist das. Und umso schlimmer ist es, wenn dann die Gebete da auch noch vernachlässigt werden. Gut, es gibt dann die anderen. Nee, alhamdulillah, wir zocken zwar 10 Stunden, aber wir beten noch pünktlich. Alhamdulillah, barakallahu fikum, kattarallahu khairkum. Ja? Aber wie wäre es denn mit ein bisschen spielen, aber auch ein bisschen Koran lesen? Hast du Freunde, die dich motivieren? Wie viele WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen, Allahu a'lam, was es da alles gibt, gibt es? Welche Gruppen motivieren dich? Es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt Abu Bakr as-Siddiq wirst, ja? Aber wo man ab und zu motiviert wird, Gutes zu tun. Ich rede jetzt nicht von den Gruppen, wo jedes Mal jemand schickt, weil er nichts Besseres zu tun hat, hier bitte schon ein Hadith, eine Ayah, und jeder guckt, ja, schon wieder ein Hadith, scroll weiter. Ja. Es geht mir nicht um dieses, ja, Hauptsache ich habe was, oh, Allahu Akbar, guck mal, ich schicke immer Ayat. Weder du hast diese Ayat gelesen, noch die haben die Ayat gelesen, sondern es ist einfach so, ich habe was getan. Es geht nicht um diese Sache, sondern es geht darum, wer weckt uns morgen früh zum Subh auf? Wer ist dran in der Gruppe? Oder in der Familie? Ja. Du rufst uns an oder du sagst uns, okay, bitte wacht mal auf. Und dann jeder schreibt, Alhamdulillah, ich bin wach. Ich dachte, du danach wieder schläfst, ja? Also motivieren gegenseitig. Und es geht nicht darum, dass es viel ist, auch wenn es wenig ist, einmal die Woche, einmal im Monat. Hast du schon Qiyamul Layl gemacht? Ja, guckt, jeder macht Qiyamul Layl einmal im Monat von mir aus oder einmal in 2 Monaten und so weiter und so fort.